Willkommen zurück zu Icarus. Mit mir die Selina. Und ja, ich war fleißig. Ich habe das Gerät schon mal gebaut. War keine Absicht. Es ist hier im Inventar. Ich habe es die ganze Zeit nicht gesehen. Ich habe tatsächlich schon mal aufgenommen. Da vorne seht ihr das letzte Gebäude. Ich bin gestorben. So, es kam Gewitter und ich bin gestorben. Ich baue das Ding jetzt auf. Es wird dann wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich wieder ein Gewitter kommen. Okay. 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 Alles klar. Gut. Dann machen wir das so. So, die Sache ist, dass hier die ganze Zeit ein Polarbär rumläuft. Also ein Eisbär. Und der möchte mir wehtun. Und deswegen versuche ich tatsächlich einfach zu überleben. Es einfach zu ich versuche einfach es zu schaffen. So. Mehr will ich gar nicht mehr. So, ich muss ein paar Sachen rausschmeißen. Ich muss da vorne nämlich unbedingt ein paar Sachen holen. In der Hoffnung, dass der Polarbär hier nicht gleich wieder auftaucht. Weil er das gerne macht. So, einmal Trinkflasche, einmal Sauerstoffflasche. Essen, Verbände. Ich meine, ganz ehrlich, eigentlich hoffe ich, brauche ich das Zeug eigentlich nicht mehr. Aber gut. So, das nehmen wir mit. Messer? 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 Ne, komm. Raus damit. Raus damit. Eine würde ich gerne behalten. Aber ich habe hier die Spitzhacke, ne? Wo ist denn mein mein Langbogen? Jagdbogen raus, Langbogen rein. Es ist halt auch eigentlich ist die Sache schon vorbei. So, hoffentlich. Böden würde ich auf jeden Fall mitnehmen als Ersatz, falls die Böden kaputt gehen. Ansonsten, das kommt weg. Wasser werde ich gleich abkochen. Ja, mir ist auch aufgefallen, dass ich die ganze Zeit hätte so einen Trinkbeutel nutzen können. So, habe ich aber nicht. So, okay. Komisch. Ich bin komisch. So, das ist auch alles, das brauche ich gar nicht mehr. So. Ich will nur noch hier fertig werden, ehrlich. Das Ding ist nämlich, falls einer aufgepasst hat seit der letzten Folge, ich bin eine Weile hier. Okay? Ich bin eine Weile hier. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass es die letzte Folge vom Let's Play ist, weil ich bin eine Weile hier. Es macht halt wenig Sinn alleine und die Sache ist, mit anderen zusammen wäre ich jetzt vom Level her weiter und hätte halt so ein paar mehr Sachen, dann wäre es was anderes. Aber entweder bin ich zu früh hier oder ich bin viel zu früh hier. Es ist nämlich unglaublich schwer. Ich glaube, wenn ich schon Stufe 20 gewesen wäre, vielleicht hätte ich ein bisschen längere Vorbereitungszeit machen sollen, so dass ich Stufe 20 werde. Also ich bin jetzt wirklich sehr, sehr oft gestorben. Und ich glaube, hier mit der warmen Kleidung, da wäre es einfacher gewesen, durch den Schnee zu kommen. Ich bin sehr, sehr oft einfach daran gestorben. Mit Polarbären. Oh, jetzt geht's los. Wäre ich wahrscheinlich auch klar gekommen oder klarer gekommen. Ja. Ja. Ne? Also ist das. So. Ich stelle mal hier ein zweites Lagerfeuer auf. Ach nee, nee, kann ich nicht. Stopp, 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 stopp. Nicht hier hin. Ich muss ja noch reparieren. Ich würde das dann da hinten hinstellen. So, pass auf. Nehme ich hier hin. Habe ich. Echt nicht? Moment. Ist der Bär irgendwo? Nee. Momente mal. Momente mal. Hä? Ha. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Hier müsste das gewesen sein. Ja, da ist es. Da ist es. Okay. So, hupsi. Und rein hier. In die Judestube. So, das machen wir zu. Okay, ihr habt es schon gesehen. Wir werden tatsächlich mal gucken. Oh, bitte, bitte, Bär. Du nicht. Wir werden nämlich hier, Hallo? Ich würde gerne. Okay.
Na, ob das funktioniert? Ja, ich habe mittlerweile den Ofen hier. Stellt keine Fragen. Wenn ich euch sage, dass ich wirklich sehr, sehr oft gelaufen bin, dann ist das untertrieben. Upsi, gut. Wenn ich sage, dass ich sehr, sehr oft gestorben bin, dann könnt ihr mir das einfach glauben. Es ist halt einfach der Wahnsinn, wie oft ich gestorben bin. Geht kaputt, ne? Ich glaube, das da hinten wird sowieso oder so auf lange oder auf kurze Sicht kaputt gehen. So. Nein, eigentlich wollte ich das Teilen aktivieren. So. Wir heizen hier mal die Bude jetzt an, damit mir ein bisschen warm wird. So, hier, das Wasser ist voll. Verdammt. Okay, es geht los. Gerät an. Okay. Ach so, falscher Ort. So, lol. Hier kommt das Wasser hin und hier kommt das hin. Okay. Hammer, 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 Hammer. Oh Gott, und reparieren. Jetzt, jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht das Spaß los. Geil wäre es jetzt auch, wenn der Bär nochmal vorbeikommt. So. Würde ich ja extrem feiern. Ach komm. Oh, die Ausdauer, ne? Obwohl ich hier im Warmen stehe. Ja, es ist halt einfach zu groß. Ich hätte den Ofen nicht hinstellen sollen. Weil dadurch fehlt mir die Ausdauer. Du läufst? Okay, du läufst. Muss ich den jetzt ausmachen? Nee. Ich hab den jetzt da. Passieren Sie, steuern Sie langsam den Boden und das Schlupf aktivieren Sie 10 Putzen. Ach, hätte ich sie früher aktivieren sollen? Nee, oder? Hier sind 12% bis jetzt. Arktischen Gletschers unter einem Unterschlupf und aktivieren Sie 13. Okay. Na gut. Oh gut, ich meine, läuft gut, ne? Läuft auch schnell, so. Hast du gerade angehalten? Hier ist nichts kaputt. Okay, du läufst weiter. Auch gleich kommen wir wieder in die schlimme Phase, wo es ein bisschen derber wird. Da habe ich auch voll Bock drauf. Ja, gut, das hält sich im Rahmen. Wobei, ich frage mich, hier sind einfach drei Feuer, ne? Das ist immer noch kalt. Und das ist ja das, was ich meine. Deswegen ich sage, dass ich einfach zu früh hierher gekommen bin. Hätte ich jetzt warme Kleidung, dann wäre das viel. Ha Hallo? Du sollst es reparieren. Oh, der Hammer ist kaputt. Ich habe kein Holz mehr. Ich habe kein Holz. Ich bin. Oh nein, ich habe mir ganz Holz hier reingeschmissen. Oh Gott, ich verkacke es gerade. Ich verkacke es gerade. Nein, bitte nicht. Na, notfalls habe ich ja. Los, reparier. Okay. Okay, Ausdauer aufgebraucht. Schnell. Ich brauche mehr Ausdauer. Verdammt. Oh nein, die Hütte kracht zusammen. Oh Gott. Hier bei dem Gerät ist wichtig, 29% erst, muss man sagen. Oh Gott. Was kann denn das Gerät? Hätten sie das Gerät nicht einfach stabiler bauen können? So, die bauen einfach eine Kapsel, die aus dem Weltall hier landet. Okay, nicht nur eine, sondern 125.000. So oft wie ich gestorben bin. Na komm, Ausdauer. Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Dass ich hier noch einen Sturm überstehen muss. Weil der halt einfach nicht genug aufgezeichnet hat. Oh, ich habe da keinen Bock drauf. Ich will das nicht. Wisst ihr noch damals, als ich gesagt habe, wir machen noch zwei Missionen? Wir belassen es bei der einen, okay?
War lustig. Nee, es ist alleine, macht es halt keinen Sinn, echt. Und mit jemand anderem zusammen ist halt immer so, dass ich mit meinem Mann zusammen nicht machen kann, weil Kind. Oh, Entschuldigung. Und weil wir uns, also wir sind nie beide alleine und das Kind zu Hause. So. Und das ist ein Problem. Also zum Aufnehmen jedenfalls. Wir können ja das Kind irgendwie schlecht einsperren. Das wollen wir auch gar nicht. Ja. Und deswegen ist es ein bisschen komplizierter, ne? Und mit jemand anderem zusammen aufnehmen, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Möchte ich eigentlich jetzt auch nicht so. Und alleine geht das Spiel nicht. So. Oh, Sturm ist gleich vorbei. Ich hoffe ja, das Gerät einfach weiterläuft. Wenn nicht, dann weiß ich nicht. Dann weine ich oder so. Weil dann müssen wir ja tatsächlich einfach warten, bis es weitergeht. Achso, ich habe ja hier alles drin gehabt. Müssen wir auch mal nehmen. Wie ich eigentlich von der Kameraperspektive aus vom Feuer stand. Und jetzt draußen. Okay. So, dann schmelzt man das zweite Eis auch mal ein. Laufen wir mal weiter, auch wenn das Wetter wieder gut ist. Bitte. Consume Stack. So, Consume Stack. Oder okay, Consume 1. 61. Na, jetzt glaube ich, gleich ist es vorbei. Gleich bleibt es stehen. Und komm, bitte lauf einfach weiter. Dein Ernst? So, lol. Okay. Muss ich das verstehen? Du musst doch eigentlich vorbei. Ah, das bricht ein wegen dem Schnee da oben drauf. Ich verstehe. Das bricht ein wegen dem Schnee. Lol. Okay. Oh, aber das Gerät läuft weiter. Nice. Oder? Ja, es läuft weiter. Gut. Das heißt, einfach nur warten. Einfach nur warten. Das wird besser. Wir wärmen uns hier schön am Feuer. Und es wird besser. Brenne ich? Nein, oder? Also nicht, als ob mir das schon passiert wäre. Einfach still verhalten und warten. Vielleicht hätte ich das hier reintun sollen. Da geht es wahrscheinlich schneller. Vielleicht mache ich auch das eine im großen Ofen und das andere dort. Dann geht das auch schneller. So. Und eigentlich ist es ja jetzt egal, weil die Maschinerie läuft. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Kann man irgendwas lesen? Nee, schade nicht. Schade nicht hier. Hehehe. Entschuldigung. Oh, ist das gleich so. Akustische Kavitationskanone. Wait, what? Ist eine Kanone? Sieht gar nicht aus wie eine Kanone. Bist du denn für eine komische Kanone? Sieht aus wie ein Radar. Also sieht auch aus wie das letzte Radar. So. Na komm schon. Die letzten 16%, 15%. It's a final countdown. So, ich hoffe, ich habe noch genug. Ja, Stückchen sind noch genug da. Es sind hier genug Stückchen im Haus.
Ich hoffe, die Maschine ist fertig und ich kann nach Hause fliegen. Also ich glaube tatsächlich, mir ist es irgendwie vollkommen egal. Ich laufe dann wahrscheinlich einfach los. Naja, wo geht nicht. Einfach loslaufen geht nicht. Oh Gott. Aber Gott sei Dank habe ich es geschafft. Ey, ohne Witz. Ich habe den ganzen Tag einfach damit verbracht, diese eine Mission zu machen. Einfach, weil, also, das Lustige ist ja, ich bin ja eigentlich relativ schnell hierher gekommen und hatte ja eigentlich relativ schnell ganze Teile zusammen. Das Problem war dann, als ich hier gestorben bin, dass ich hier nicht wieder herkam. Das eine Mal war ich ja dann hier, deswegen war das Gerät schon zusammengebaut. Dann war ich das eine Mal hier und bin halt trotzdem gestorben, weil der Bär mich umgehauen hat. Wo ich mich dann auch gefragt habe, Bär, wieso tust du diese? Oh mein Gott. Oh mein. Oh. Ich hatte, glaube ich, gerade einen Herzinfarkt. Ja, kehre zum Ladeschiff zurück. Ich soll es anscheinend nicht mitnehmen, oder? Kehre zum Ladeschiff zurück. So, okay. Okay, ich habe das ja hier als Haus genommen. Ja, nee, ich warte jetzt noch ab, bis das, bis der schlimme Teil vorbei ist. Die beiden roten. Und dann würde ich zurückkehren. Aber ohne Witz. Ich habe gerade echt fast einen Herzinfarkt bekommen. Also gefühlt jedenfalls, auf jeden Fall. So. Jetzt müssen wir einmal nochmal durchreparieren und dann können wir gehen, Leute. Dann können wir nach Hause. Endlich. So, dann nehmen wir den Wasserbeutel mit. Sauerstoff haben wir auch noch. Das ist ja auch so, dass einer bei mir mit dem. Also, ich bin aus so vielen Gründen gestorben. Ich hatte keinen Sauerstoff und ich hatte kein Wasser. Ich hatte. Doch, Essen hatte ich irgendwie immer. Ich bin erfroren. Wieso baust du das nicht? Ach so, weil die ganze Zeit. Ja, also so viele Gründe, so viele Sachen. Hallo. So. Ich habe jetzt mal gehofft, dass vielleicht, wenn ich das so ändere. Nee. Es nervt halt einfach nur. Mit der Rüstung. Wieso passiert das? Ich hoffe, das akustische Signal kommt nicht nochmal. Aber ich weiß, warum es akustische Kanone heißt. Das hat mich fast aus dem Leben geballert. Kam auch ein bisschen unerwartet. Ein bisschen erwartet war es aber auch. So. Noch einmal. Noch ein Rot durch. So. Und sobald das durch ist, kann ich gehen. Ich habe hier zwei Feuer neben mir. Wärme mich, Feuer. Belustige mich, du Narr. Nicht? Gleich ist wahrscheinlich wieder so viel Schnee drauf, dass das alles zusammenbricht. Aber ist mir egal. Oder? Das stand ja nicht. Unterschlupf, einen Unterschlupf und aktiviere sie. So, das habe ich gemacht. Das steht nicht, dass ich das Ding mitnehmen muss. Soll ich es einfach mal mitnehmen? Ich glaube, das macht keinen Unterschied. Oh, 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 oh. Ich glaube aber tatsächlich, dass selbst wenn ich hier nichts mehr reparieren würde, dass ich das schaffen würde, das Rote zu überstehen. Oh, ich bin froh, wenn ich Stein habe und dann geht es viel, viel einfacher. Das wird hier nicht mehr passieren. Also ich sag ja, hätte ich jetzt zum Beispiel die ganzen Steinbauten und so, wäre ich nicht 125.000 Mal gestorben. Dann hätte es wahrscheinlich funktioniert. Was sind jetzt? Was geht noch kaputt? Ich
Ich höre, dass irgendwas bricht. Ah, schon wieder der Hammer. Repair, schnell, schnell, schnell. Jetzt meine Ausdauer wieder runter. Ah, das ist auch blöd, dass man zum Reparieren des Hammers Ausdauer braucht und zum Reparieren vom Zeug auch. Und dann wundert man sich, wenn man es nicht schafft. So. Es scheint auch so eine Priorität zu haben, ne? Erst das Dach. Das Dach ist wichtig. Das Dach geht zuerst kaputt. Und danach kommen erst die Wände. Ja, also wie gesagt, das ist dann jetzt das letzte Video von Icarus. Und je nachdem, was bei der Abstimmung von euch rauskommt, spielen wir dann entweder Imperion, Galactic Survival, oder die Alpha 21 ist das bei 7 Days to Die. Ton, 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 Ton. Ich werde es dann aber, glaube ich, nicht so schwer machen. Ja. Das sind halt die beiden Auswahlmöglichkeiten. Es werden auf jeden Fall die beiden Sachen kommen. Dann wollte ich... Genau, The Infected wollte ich immer wieder reinschauen. Mal gucken. Es kommen ja auch immer wieder neue Sachen raus. Und, ja. Mal geeken, nicht? Jetzt einfach laufen. Ich habe keine Lust mehr. Ich möchte hier nur noch weg. Da ich die Maschine nicht brauche, kann ich doch einfach sterben. Weil, ganz ehrlich, also... Ah, ich komme dann am Bett raus, ne? Ich hätte das Bett aufheben sollen. Ist noch nicht zu spät, das zu tun. Ach nein, komm. Oh, da hinten ist der Sturm. Man sieht halt einfach, wie er hier vorbeigezogen ist. Das ist schon geil gemacht. Also, wie gesagt, das Spiel, ich glaube, das macht... Also, das heißt nicht, ich glaube. Ich weiß halt. So mit meinem Mann zusammen, so hat das auch übelst viel Fun gemacht. So ist es nicht. Also auch mit den anderen, mit denen ich zusammengespielt habe. das Problem ist halt, alleine ist es halt wirklich mühselig. So. Mit mehreren zusammen ist schon wiederum fast zu leicht. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch jetzt ein bisschen schwerer geworden, weil ich es für Freunde offen gelassen habe. Also diesmal, als ich das Ding betreten habe, habe ich das halt für Freunde offen gelassen. Und es könnte sein, dass das das Problem war, dass ich hätte machen sollen, dass nur ich hier drauf komme. Und dass es dann vielleicht wieder einfacher gewesen wäre. Ich weiß es nicht. Ja. Also wie gesagt, vielleicht machen wir nochmal ein freies Spiel. Das dann aber irgendwann. So, jetzt nicht in nächster Zeit. So. Herrlich, nur ein Stück Fleisch. Oh nein, oh nein. So, wir fliegen dann gleich nach Hause. Ich wollte euch nämlich noch zeigen... what? Ja, ihr seht halt hier die ganzen Überbleibsel. Ich bin halt immer von Stück zu Stück gegangen. Und hab dann hier so meine Sachen, ne, hab mir hier was gebaut, alles rein. Man sieht ja auch überall in den Felsen Löcher. Also jetzt nicht in allen Feldern. Okay. Herzinfarkt. Das hätte man in der sein können. Ja. Oder höre ich schon. Der Bär. So, das Problem ist, wenn ich sterbe, dann komme ich am Bett raus. Das will ich nicht. Ich glaube, ich kann mir das auch nicht aussuchen. Ich komme automatisch beim Bett raus. Ja, da habe ich mich in die Höhle eingegraben. Oh, du siehst mich nicht. Hat er mich gesehen? Gleich höre ich. Trapp, 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 dort. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man den Bären anschaut,
Da sieht er halt aus wie so ein Bodybuilder, oder? Also ich finde schon. Also die Arme halt. Ne? Das ist halt richtig wie durchtrainiert. Das ist. Da hinten sieht man es auch. Da habe ich auch mal gewohnt. Ja. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr oft gelaufen. Unglaublich. Ich meine, das ging ja in Anführungszeichen zum Glück so nebenbei. Ich bin dann manchmal einfach liegen geblieben. Aber so eine komplette Nacht bin ich einfach liegen geblieben, weil es dunkel war. Und ja. Ich habe halt immer geguckt, wo ich langlaufe. Hier oder da, weil immer, je nachdem, wo da der Polarbär war. Ich habe da so meine Tricks raus. Und wenn ich in den Steinen drin war, habe ich mir auch mal zwei Lagerfeuer hingestellt, teilweise drei. Und saß dann so dazwischen. Ja. Das hat gut funktioniert. Und rein theoretisch kann man hier auch durchkommen, ohne überhaupt irgendwas zu bauen. Rein theoretisch kannst du halt immer diese kleinen, also in die Steine sich reinbauen. Mir war das aber mit halt hinlegen vom Zeltplatz funktioniert es halt nicht. Also hinlegen von der Schlafmatte. Und deswegen habe ich dann immer irgendwas gebaut, weil ich dann immer so etappenweise weitergegangen bin. Wobei bei dem Sturm ist dann eher alles kaputt gegangen und dann kannst du dich sowieso nicht mehr wiederbeleben. Ja. Ich hatte sehr viel Spaß hier. Nicht. Ich bin auch echt froh, dass das vorbei ist. Ist der Baum blau oder bin ich? Ah, okay, gut, das ist okay. Ist es die Kälte, die mich benommen macht? Das kann ich noch tun. Bam. In dein Auge. Machst du Auge? Hä? Der Ton war verzerrt. Sehr verzerrt. So. Leute, gleich sind wir durch. Gleich haben wir es einfach geschafft. Gleich haben wir es einfach hinter uns. Es fühlt sich so gut an. Hier müssen wir jetzt aufpassen, noch um Bären. Ich meine, man wird halt besser, ne? Also ich weiß ja jetzt zum Beispiel den Weg in- und auswendig. Gut, so oft wie ich ihn gelaufen bin, könnte ich wahrscheinlich blind laufen. Ja. Okay. Hui. Jetzt ist uns auch schön warm. Ich meine, die Bären sind wenigstens noch killbar. So die Polarbären irgendwie gar nicht. Ich habe es tatsächlich. Als ich da oben war, habe ich es tatsächlich mit einem aufgenommen. Und ich habe dem auch irgendwie vier Pfeile reingekriegt. Also A, habe ich weniger Schaden an ihm gemacht, als hier an den normalen Bären. Und B, habe ich so das Gefühl gehabt, also das lief nicht. Da muss schon was anderes kommen. Weil hier die Polarbären, die habe ich ja teilweise mit 730 oder so gekrittet. Und bei dem war halt überhaupt nichts. Achso, ja, das ist übrigens unsere Basis mal gewesen. Ja, die Stürme haben das hier halt auch komplett zerlegt, ne? Es wundert mich ein bisschen, dass wir den Bären jetzt nicht gesehen haben. Aber ich will mich nicht beschweren. Weil sonst kommt er gleich irgendwo aus irgendeiner Ecke. Okay, Welt. Okay. Die Welt hat auch schon keinen Bock mehr auf mich. Die sagt auch, hier, flieg einfach. Oh, da ist der Bär. Wollen wir noch? Wollen wir ein letztes Mal? Ein letztes Mal? Nee, ganz ehrlich. Ich habe ein bisschen Angst zu sterben. Und dann komme ich dann hinten am Zelt raus. So, dann darf ich den ganzen Weg wieder laufen. Nee, 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 nee. Wir beenden das Ding jetzt. Hallo? Okay. Kraftfeld. Der Felsen ist mit dem großen Felsen verbunden. Durch eine unsichtbare Linie. Und nichts kann sie trennen.
So. Oh. Es ist halt aber auch ein kleiner Weg, ne? Wo bist du? Wo ist meine Tutu? Da. Yay, ich freue mich, dich zu sehen. Ich hoffe, ich habe nichts kaputt gemacht, aber ich glaube nicht, dass ich irgendwas kaputt machen kann. Ja, bitte, ich will hier einfach nur weg. Ja. Ja. Mission abgeschlossen. Yay, es gibt Kohle. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Leute. So. Ice Storm Expedition abgeschlossen. Sehr schön. Skrupellos. Ja, okay, gut. Also ganz ehrlich, Erfolge habe ich natürlich hier reichlich hier gemacht, ne? Also wenn man sich das so anschaut. Das war viel. So, jetzt sind wir in der Station angekommen. Und, ja. Das ist keine Charakterauswahl gelandet. So, hä? Warum? So, natürlich beanspruchen wir die Belohnung. Löschen. Lösch dich. So, Ausrüstung. Nein, Werkstatt. Genau. So, das sind die neuen Sachen. Und zwar, wir hatten ja früher, ging es ja von hier aus nach da. Und dann waren hier ja erstmal die ganzen Proviant-Packs. Und die sind jetzt mittlerweile nicht mehr da. Die sind jetzt nach hier weg. Und dann. Achso, ja. Ein einfaches, vollwertiges Lagerfeuer, das Wärme und Licht spendet, kann zum Kochen verwendet werden und brennt unter allen Bedingungen. Das ist halt auch geil eigentlich, ne? Das ist auch schön. A pre-made furnace for all your smelting needs. Ah, das ist halt auch nice. Wenn du das einmal hast, dann kannst du das halt immer. Ah, nice. Ja, man kann halt auch die Äxte aufwerten. Gut, aber was ich zeigen wollte hier, dass man gleich zum Beispiel, ne, hier reingeht, hier hochgeht, sich das Wheat holt und ab dem Punkt, wo man das halt alles herstellen kann, eigentlich immer sich so ein Brot machen kann. Ist eigentlich auch sehr nice. Und dann hat man halt immer so einen XP-Boost. So jedenfalls so lange wie XP geht. Und ich sehe gerade hier Bogen. Ist halt nicht verkehrt. Gleich einen Bogen mit. Ich muss eigentlich auch nicht. Ich muss nur hier. Zwei Anzugs Sauerstoff und Wasser. Das ist auch nice. Hier war ja Sauerstoff. Nee. Wo ist Nahrung mit? Sauerstoff, Wasser. Es gibt gar keine Nahrung, ne? Das heißt, wenn ich hier hingehe, 250 habe ich nicht. Ah, schade. Schade. Aber hier werde ich schlecht, ne? Machst du den. Und dann zack, machst du den. Und dann kannst du hier. Und dann kannst du auch gleich Pfeile holen. Auch geil. Gut. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und ja, wie gesagt, das war jetzt erstmal die letzte Folge von dem Let's Play. Und die nächste werden wir sehen, was bei der Abstimmung dabei rumkommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye bye.